Das öffentliche rechtliche System ist immer noch ein System, das ungeheuer leistungsfähig sein könnte, wenn man die Mitarbeiter nur ließe. Das aber findet auf gar keinen Fall statt. Öffentlich rechtlich heißt ja, dass man eine sogenannte Informationspflicht hat. Und heute muss man das wohl etwas anders formulieren. Und ich würde fast überspitzt sagen, hier haben besonders in den höheren Etagen offenbar einige Personen das Gefühl, man habe eine Desinformationspflicht. Der Anlass war eine Sendung über Palästina, bei der ich, nachdem wir etwa eine Woche lang zahllose Menschen jüdischen Glaubens gehört hatten, nicht einmal 3 Minuten einen Palästinenser einvernehmen durfte, der nicht mal ein Radikaler war, sondern einfach ein alter Bauer. Und das ist, fand ich derart peinlich und unangemessen. Das war für mich so eine Art Höhepunkt 1998, und da habe ich dann beschlossen, das soll es jetzt gewesen sein. Ich werde mich mit Macht wegbewerben sozusagen und mich auf dem Markt umschauen, was ich sonst tun könnte. Das war, glaube ich, auch sehr richtig, denn 99 schaffte ich den Absprung und 2001 wäre ich ja in keiner Redaktionssitzung mehr kompatibel gewesen. Ich hätte die Kollegen in Grund und Boden diskutiert und wäre irgendwann gefeuert worden, ganz einfach. Wer sich ein wenig mit dem alten Rom befasst hat oder auch sonst eine Geschichte sich umgetan hat, weiß, dass das Lügen und das Meinungmachen so alt ist wie die Menschheit und die Regierungsfähigkeit von Menschen. Das gehört einfach immer dazu. Wenn jetzt also sich Medien als eine neue Macht im Staate etablieren, was einfach in den letzten 150 Jahren immer kräftiger geworden ist, natürlich mit Einsatz der Elektronik allbestimmend und mit Einsatz von Bildern besonders machtvoll und gefährlich, dann muss man eben klar sagen, dass Regieren ohne Medien heute gar nicht mehr geht. Und dass derjenige, der also die Lufthoheit in mächtigen Medien hat, der hat auch Regierungsmacht. Das gehört immerzu zusammen. Und wenn Regierungsmacht immer verlogener wird, so wie das in unseren westlichen oder NATO-Ländern oder wie auch immer der Fall ist, immer stärker, dann gehört ein gesteigertes Maß an paralleler Verlogenheit der Medien einfach zwingend dazu. Das ist gar nicht mehr voneinander zu trennen. Also es gibt ganz klar Kräfteverhältnisse und man macht eben keine Karriere sozusagen, wenn man seinen Job wirklich ernst nimmt. Und das ist für viele ein Anreiz, so wie es eben auch für viele Bundeswehrsoldaten ein Anreiz ist, für 100 Euro mehr im Monat sich nach Afghanistan versetzen zu lassen. Das ist menschlich. Damit muss man leider umgehen. Das gibt es bei Medien wie auch woanders. Also dass das ein kräftefreier Raum wäre, dass man die Wahl hätte, das ist nicht die Frage. Ein wichtiger Punkt kommt hinzu. Wir haben einen ungeheuerlichen Kostendruck jetzt gerade wieder. Zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung bestreikt. Wir haben einen ungeheuren Kostendruck auf allen Medien. Und wer dieses Spiel nicht sehr aus sehr großer Entfernung betrachtet, der könnte darauf reinfallen, auf das, was da passiert. Das ist Absicht. Kein Journalist hat heute mehr Zeit, es sei denn in Ausnahmefällen tief zu recherchieren. Chefredakteure sind wahrscheinlich der verlogenste Beruf der Republik, neben dem Minister selbstverständlich. Ich benutze täglich die Süddeutsche Zeitung als eine Art Terminkalender. Da informiere ich mich intensiv, die lese ich regelrecht von A bis Z, was tatsächlich alles so passiert. Dazu lese ich einigermaßen viel New York Times und ergänzend Washington Post und einzelne andere. Das ist sehr wichtig, weil wir weg müssen natürlich von dem sogenannten Eurozentrismus, dass wir also nur unseren deutschen oder europäischen Bauchnabel angucken. Das geht mit der New York Times brauchbar. Ja, brauchbar. Schön wäre natürlich, man würde auch noch pakistanische Zeitungen und sowas reingucken. Ich lese gern die Asia Times, weil da BPS Kobar und andere schreiben. Die mächtigen Medien bei uns, die also für Deutsch-Muttersprachler erreichbar sind,
sind, sind nicht vertrauenswürdig. Die junge Welt zum Beispiel, die würde ich nun als vertrauenswürdig bezeichnen. Bei der Frankfurter Rundschau mache ich schon starke Abstriche, auch bei der Taz Abstriche zu machen. Ich habe mit beiden Zeitungen persönlich negative Erfahrungen gemacht. Ansonsten würde ich immer auf Websites gehen, die ihre Quellen nennen. Also hintergrund.de, Neue Rheinische Zeitung, so etwas. Wir müssen eben damit leben, dass wir viele Dinge tatsächlich nicht endgültig rauskriegen. Wir können eben tatsächlich öffentlichen Äußerungen nicht trauen, das ist richtig. Also müssen wir uns in einer Welt einrichten, in der es letztendliche Gewissheit in vielen Punkten, die uns vielleicht brennend am Herzen liegen, nicht geben kann, so schnell. Dass wir vielleicht 10 Jahre oder 20 Jahre warten müssen darauf. Und damit muss man klarkommen, aber bitte natürlich ohne sich verrückt zu machen. Es ist also niemandem damit gedient, dass man schlechter Stimmung wird oder seinen Lebensmut verliert oder sowas ähnliches oder auch Lebensfreude verliert. Also deswegen, weil man jetzt kritisch ist und macht bestimmte Lügereien nicht mit. Zum einen glaube ich nicht an Untergangsszenarien. Also ich habe mich in meinem Leben zum Glück viel mit Geschichte beschäftigen dürfen. Und Untergangsszenarien sind so alt wie die Menschheit selbst. Die Menschheit, je zivilisierter sie wurde, desto gewaltiger wurden ihre Untergangsszenarien. Nicht verrückt machen lassen ist immer gut. Auch beim Untergang der Titanic hat es bestimmt einige Menschen gerettet, dass sie nicht gepanikt haben. Ja. Das ist nun mal so, man kann in Panik verrecken, man kann es auch ohne Panik tun und ich neige dazu, es ist eine Eigenart von mir, ich will mich da nicht rühmen. Aber je schlimmer es wird, desto ruhiger werde ich. Wesentlich ist für mich letztlich das Wohlergehen des in die Natur eingebetteten Menschen. Nicht einmal mehr der Mensch allein. Denn der Mensch allein ist für die Natur, die ihn umgibt, eine Art Unglücksfall. Wir sind dabei, unseren Planeten zu vergiften. Und wir sind kein, wie soll man sagen, kein Gottesgeschenk für den Rest der Kreatur auf unserem blauen Planeten. Insofern also auf diese Art und Weise der in die Natur eingebettete Mensch, das muss es sein. Für mich, ich frage mich, nützt etwas der Kreatur oder nicht? Und von da aus erkläre ich Dinge. Es ist auch wichtig, für mich jedenfalls, dass man Verhältnisse und Menschen versteht aus einer positiven Herangehensweise, nicht aus einem Verdammen. Es ist also wichtig, sauber zu trennen. Ich bin zum Beispiel eben nicht dafür zu haben, dass man mich anti-amerikanisch nennt, denn ich habe etwas gegen die korrupte amerikanische Machtelite und ich bin begeistert, wenn ich Amerikaner treffe, ein außerordentlich nettes Volk. Ja. Also das sind so Dinge, die man sich antun soll, dass man gerecht bleibt, ganz einfach. Und auch zurückhaltend im Urteil, schnell kann man jemanden falsch beurteilen, negativ beurteilen und schwierig ist es zurückzurufen. Wenn man etwas netter miteinander umginge, sozusagen im Internet, dann wäre das gut. Schnell ist eine E-Mail geschrieben, schnell ein Kommentar zu irgendwas verfasst. Und das steht dann da schwarz auf weiß und eigentlich, wenn man mal bei Ruhe und bei Licht besehen, 5 Jahre später das liest, denkt man, oha, war es jetzt nötig, dass ich dir Mast auf den Putz gehauen habe. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir für die Krisen, die kommen werden, sich umsieht, mit welchen Menschen gemeinsam man da durchsteuern möchte. Menschen, sage ich, nicht Internetkontakte, nicht Facebook-Freunde, sondern echte Freunde, die sich im eigenen Leben als Personen, als Menschen bewährt haben. Das ist gut. Ich lebe in einer Wohnungsbaugenossenschaft hier. Ich engagiere mich sehr, dass diese Wohnungsbaugenossenschaft blüht und gedeiht. Das ist etwas, was mich inzwischen sehr, sehr stark interessiert. Etwas auch nicht nur in Richtung Afghanistan oder Eurozone oder mein Steckenpferd der neuen europäischen Globalstrategie oder so, sowas zu machen, sondern tatsächlich hier in meinem
Die Presse hatte sich gegen den Zugriff der Macht gewehrt. Diese Zeiten sind vorbei. Wo mal Mut war, ist heute nur noch Unterwerfung. Wo mal Courage war, Angst und Feigheit! Investigativer Journalismus ist durch kritischen Wohlfühljournalismus ersetzt worden.